Dieser Mann duscht und putzt sich gerne die Zähne im Haus von anderen. Und die arme Frau im Bett weiß nichts davon. Nachdem er sich gewaschen hat, legt er sich zu der Frau und schläft neben ihr. Als er morgens aufwacht, gerät er nicht in Panik und frühstückt in Ruhe, bevor er weggeht. Die Frau hat überhaupt keine Ahnung, dass er seit 6 Monaten umsonst bei ihr gegessen und geschlafen hat. Ihr Name ist Ling Ling. Sie fühlt sich immer verspannt, wenn sie aufwacht. Dann bemerkt sie, dass die Hälfte der Milch fehlt, die sie gerade erst gekauft hatte. Der Toilettendeckel ist unerklärlicherweise hochgeklappt und das Zahlenschloss scheint schon wieder manipuliert worden zu sein. Ling Ling ist ein wenig verängstigt, also ändert sie das Passwort, bevor sie das Haus verlässt. Als sie nachts von der Arbeit nach Hause kommt, stellt sie fest, dass das Türschloss schon wieder geöffnet wurde. Ling Ling legt sich ängstlich ins Bett. Dann hört sie plötzlich, wie jemand versucht, die Tür aufzuschließen. Kurz darauf wird die Türklinke hektisch gedreht. Die Frau ist zu verängstigt, um einen Ton von sich zu geben. Sie schaut vorsichtig durch den Türspion, aber draußen ist nichts zu sehen. Sie ist mutig genug, um nachzusehen, aber der Flur ist leer.